Hallo und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest? Ich bin die Axt im Walde und wir spielen The Forest. Diesmal in der neuen Version 0.68. Und da haben sich die Entwickler, meine ich, wirklich Mühe gegeben. Es sind so viele Fehlerbehebungen dort drin, wo ich meine, ich wusste nicht mal, dass es hier solche Fehler gibt. Also, hier ist ordentlich was los. Guckt rein für die deutsche Version der Patch Notes bei uns im Forum auf forum.survivetheforest.net. Und dort steht unter anderem auch drin, dass hier die Wildgänse, sollte man diese erlegen können, nun ein Stück Fleisch abgeben, das man aufnehmen kann. Ich hatte hier in der neuen Version bisher noch nicht die Gelegenheit, eine Gans anzutreffen. Somit werde ich das später erst irgendwann austesten. Vorausgesetzt, die Gänse kommen auch. Der rote Mann hier unten am Boot, sagen die Entwickler, hat hier ein eigenständiges Modell bekommen. Ein Spielfigurenmodell und auch dazugehörige Texturen. Ja, und die Kettensäge, die haben die Entwickler erstmal in Höhle 3 hinein verlegt. Wo, weiß ich noch nicht. Aber auch das lässt sich rausfinden. Wir kommen zur ersten Neuerung, die ich euch zeige. Hier ist doch irgendwo. Ja, genau, hier ist er. Ein Leuchtkopf. Alle Tierköpfe besitzen jetzt, das kann man hier jetzt nun besser erkennen. So vielleicht. Oh nee, oder? Ja. Oh Mann. Gut, ihr habt das gesehen. So ein Trophäensymbol. Vorhin ist das ein Kopf gewesen, so ein Tierkopf. Jetzt gibt es das Trophäensymbol. Und auch der Tierkopf, hier Halter an der Wand, Trophäenhalter, was auch immer. Oh, da ist so ein Leucht drauf, ja. Der besitzt jetzt auch dieses Symbol. Ja, ich finde mal, das sieht sogar ganz schick aus. Kann man dann drüber ein bisschen streiten, ob jetzt hier das eine oder das andere besser gewesen ist. Was mir jetzt auch nicht gefällt, dass der hier verschwunden ist, der Kopf. Hier die Tierköpfe, ja gut, es ist auch nicht spektakulär in Wahrheit, ne? Die Tierköpfe, wenn man die in der Hand hat und zu Boden abwirft, haben die jetzt einen Sound, wenn die auf dem Boden auftreten. Ja, macht eben so ein Geräusch. Und jeder Tierkopf hat auch hier, ich denke mal, jeder das gleiche Geräusch. Ein paar Tiere hatte ich hier schon in der Hand. Die haben alle das gleiche Geräusch gemacht. Neu eingebaut von den Entwicklern unter Controls oder je nachdem, welche Sprache man hier selbst aktiviert hat, gibt es hier wie beim Kriechen, das kennen wir. Wir können hier Kriechen umschalten. Ich muss die Kriechentaste gedrückt halten, dass ich krieche. Wenn ich sie loslasse, krieche ich nicht mehr. Oder ich drücke einmal drauf, das ist Toggle und dann bleibt gekrochen, bis ich hier nochmal auf die Taste drücke. Selbiges ist jetzt neu hier für das Sprinten. Ja. Kann man auch umschalten, gedrückt halten müssen, einmal drücken zum An, einmal drücken zum Aus oder eben gedrückt halten. Ich mag das lieber so. Ja. Und als nächstes gucken wir uns was an. Da müssen wir hier ein Stöckchen woanders hinspringen. Wir sind sofort wieder im Bilde. So, Leute, wir haben hier jetzt ein bisschen Betriebslautstärke, weil wir hier uns an einem gewissen Punkt befinden und das ist nicht etwa des Artefakts wegen, sondern wegen dieser Stickstoffflaschen, Nitrogen. Die Entwickler haben jetzt eine neue Funktion eingebaut und sagen so Projektile, ja, Pistole, ne, oder Bogen, können jetzt hier, ja, sagen wir mal hier ein bisschen anstiften, diese Flaschen, und dann macht's hier Karumsbumm. Jo, auf so einem engen kleinen Raum geht das. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Wow. Ja gut, ist ja gut. Auf so einem kleinen engen Raum geht das wunderbar. Aber ich sag mal, wenn der Raum ein bisschen größer ist, funktioniert das nicht mehr so dolle. Aber das klappt hier auch mit der Pistole. Wird es jetzt ordentlich wieder knallen. Jo, sauber, ne? Hier diesmal alle beiden erwischt. Und, ja, die Entwickler sagen mit Projektilen. Nein, nicht nur.
Jo, und das ist es auch schon wieder gewesen hier. Artefaktrunde einmal explosiv 24. Wir sehen uns direkt wieder gleich am Strand. Hier wieder am Strand zurück angekommen, gehen wir auch direkt auf die erste Neuerung ein, die vor unseren Augen liegt, beziehungsweise, hey, da fehlt ja eigentlich ein Hai. Ja. Da ist ja schon ein dritter Hai gewesen. Gut, aber um das handelt es sich hier. Dem geübten The Forest-Spieler, beziehungsweise dem Erfahrenen, wird auch das hier sofort auffallen. Die Entwickler legen einen noch drauf und sagen so, ja, Hai-Textur-Modell wurde verbessert. Textur, finde ich, ist unheimlich schön geworden. Mit all den unterschiedlichen, ja gut, jeder Hai sieht im Endeffekt gleich aus, aber sagen wir mal eben, zumindest sieht mir das hier nach einem Hai aus, ja, wie er in der Natur vorkommt, mit so einer eigenen Zeichnung, die nicht immer logisch, geradlinig oder gleichbleibend verlaufend ist. Vor allem hier die Flecken gefallen mir besonders gut und auch das hier, das, was hier ein bisschen reinragt so, und das auch so runterlaufend aussieht hier. Ich denke mal auch da vorne hier, Maul, Schnauze, die haben hier irgendwas gemacht, ja. Sieht auf jeden Fall gut aus, gefällt mir sehr gut. Können wir hier auch so ein, nee, doch nicht. Ja, so ein Hai durch die Gegend rollen, nee. Den sehen wir uns jetzt nicht von der anderen Seite an. Das dauert ja viel zu lange. So, der springt jetzt aber hier wieder hoch, ne? Das ist Mod AP. Auch in der neuen Version von The Forest funktionstüchtig. Ich passe das mal hier an. So, das Floß. Ja, das nehmen wir jetzt in die Hand aus vollem Grund. Die Entwickler sagen, das Floß ist jetzt ein bisschen schneller in der Geschwindigkeit. Oder alle Flöße, ne? Das heißt ja Flöße hier in der Mehrzahl, denke ich. Ja, wenn wir uns das hier so angucken. Ja, ich denke mal, es ist auf jeden Fall spürbar schneller. Ja, ein Ticken, so ein kleines Stöckchen. Ja, und das war es auch wieder vom Floß, vom Hai. Wir kommen jetzt zu einem unserer Lieblings, ja, Gebäude. Es ist ja so gesehen kein Gebäude. Das ist hier der Baumstammschlitten. Der Baumstammschlitten darf sich an für sich jetzt gar nicht mehr Baumstammschlitten nennen. Schon seit vielen Versionen gar nicht mehr. Was aber hier in dieser Version neu ist, ist, dass der Baumstammschlitten jetzt auch die Funktionalität bekommen hat, wie viele andere Gebäude, wo man mehr an Gegenständen reinlegen kann. Mit der Taste R schalte ich hier die, ja, bei mir im Inventar verfügbaren Gegenstände durch. Mir wird auch die verfügbare Stückzahl angezeigt. Und mit der Taste C lege ich das mal ab. Ja, und wenn einer drin ist, so ein Stein in dem Fall, geht natürlich nur weiterhin Stein reinzulegen. Taste R reagiert in keinster Weise. Ich kann Stein rausnehmen. Ja, habe ich ihn wieder. Kann ich wieder durchschalten. Nehme trotzdem Stein. Und dann geht auch nur mehr Stein. Selbiges ist dann natürlich mit Stock. Einmal Stock, immer Stock und so weiter. Ja, das Spielprinzip, das Funktion, ja, wenn der Funktionalitätsprinzip bleibt so gesehen das gleiche wie auch bei den anderen Systemen, Bauarten dieser Art. So. Oh ja, gut, alles im Gepäck. Wir kommen hier noch zu einer Neuerung, bevor wir zu meinem, sag ich mal, in diesem Patch befindlichen Highlight kommen, zu meinem persönlichen. Fallen die Entwickler, benennen das hier in der Einleitung, im Einleitungstext, der Patch Notes als Notizanmerkung. Und meinen so, ja, wir sind kurz vor Veröffentlichung des Updates draufgekommen, dass das hier nicht so funktioniert. Und weiter unten, wenn sie dann die einzelnen Änderungen, Neuerungen aufzählen, haben die hier einen eigenen Punkt. So als wäre das eigentlich nicht so, wir kamen zufällig drauf. Denn da steht drin, Fallen können jetzt zurückgesetzt werden, indem hier die Zurücksetzung über die Nebentaste funktioniert. Und die auch 3 Sekunden lang gedrückt bleiben muss. Ja, das ist schon
Ein bisschen anstrengend irgendwie. 3 Sekunden lang. Ich hatte hier auch schon ein oder anderen Kampf in der Gegend. Ja, 3 Sekunden. Hier, in 3 Sekunden geht's um Leben und Tod. Ja. Möwe stimmt mir zu. Danke. Mein persönliches Highlight ist hier, wie aktuell mit Rüstungen, ich sag nicht mal umgegangen werden kann, sondern wie diese dargestellt werden. Ich habe hierzu verschiedene Typen von Rüstungen in meinem Inventar. Ich habe eine Knochenrüstung, hier so ein Rehfell, so Blattrüstung zum Schleichen und auch eine Lurchhaut, die muss immer sein. Und ich blende nochmal zurück. Ihr seht das im Symbol rechts unten. Wir haben hier an der linken Außenhälfte haben wir hier so unterschiedliche Markierungen. Die haben ja bisher immer die Rüstung dargestellt und die tut es auch weiter noch. Jetzt ist darin nichts zu sehen, weil ich keine Rüstung oben habe. Bisher ist die immer vollgefüllt worden mit einer bestimmten Farbe. So viele Rüstungen, wie ich aufgelegt habe, hat mir dann die pro Markierung angezeigt. Ja, das neue System funktioniert folgendermaßen. Ich möchte hier jetzt so ein Rehfell haben als, ja, sagen wir wirklich hier erste, so eine erste, wie sagt man hier denn, so ein Layer, ne? So eine Ebene, so ein erstes Auflageding. Ich nehme mir hier, nee, so, 2 Rehfell und das bekommt jetzt hier unten so eine komisch braune Farbe. Ja, 2 Markierungen brauner Farbe. Ich möchte jetzt hier noch eine Leuchtrüstung haben, 2 Stück davon. Und was bekommen wir? Wir bekommen hier 2-mal braune Markierungen, das heißt 2 Rehfelle und auf diesem Rehfell liegt jetzt 2-mal hier so eine Leuchtrüstung. Und die Entwickler sagen obendrauf, Knochenrüstung. Das ist ja die beste Idee und dann wird das weiß, ja, und man ist gut geschützt. Das sagen die Entwickler, also vom Schutz her. Und ich finde das ganz gut, dass das jetzt hier, ich blende das auch mal zu rüber, gekennzeichnet ist mit einer Farbe. Dann weiß man, was hat man und wie viel hat man von, ja, Knochenrüstungen zum Beispiel. Oder oben, hier geht das Rehfell jetzt langsam aus, ne? Ja. Und wie gesagt, bitte im Forum nachschlagen wegen den Patch Notes. Das ist jetzt wirklich viel, das in dieser Version an Fehlerbehebungen und Anpassungen wieder mitgekommen ist. Auch für den Multiplayer. Ja, und ansonsten ist es das gewesen. Ich werde auch mal den roten Mann irgendwann in der Zwischenzeit besuchen, gucken, wie er aussieht, ob es ihm gut geht. Und bis dorthin sage ich danke wieder fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal in ungefähr 2 Wochen. Das war die Axt im Walde von Was ist neu? In the Forest in der Version 0.68. Tschüss!